Ich möchte euch heute zeigen, wie ich es geschafft habe, auf der Taille zu rulern und euch auch erklären, warum er bei euch vielleicht runterfällt oder oft runterfällt und noch nicht oben bleibt. Ich habe zwei Hula-Hop-Reifen. Lasst euch von den Lichtverhältnissen nicht stören, es wird mal heller und mal dunkler. Einen Gymnastikreifen, der wiegt um die 300 Gramm, der ist wirklich sehr leicht und am Anfang etwas tricky. Also ich finde, gerade wenn ihr noch ungeübt seid, fällt der gerne mal runter. Der ist auch aus Kunststoff. Den würde ich auch nicht fürs Abnehmen empfehlen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Für Tricks ist der wirklich ideal. Das ist ein ganz normaler Slim-Hub-Reifen, der wiegt um die 1,2 Kilo mit Massagefunktion. Also eher was fürs Abnehmen, weil er halt eine gewisse Schwere hat. Und auch für Anfänger geeignet, weil er nicht so oft runterfällt am Anfang. Also er lässt sich besser rotieren. Und ich kann euch sagen, ja, auch wenn einige sagen, der ist doch viel zu schwer und hier blaue Flecke und so. Aber damit erzielst du die besseren Erfolge. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Hula Hop hat sehr viel mit Körpergefühl, Balance und Körperspannung zu tun. Ihr müsst eine Spannung im Körper haben, damit der Reifen langfristig um die Taille kreist. Und das ist wirklich Übungssache. Ich habe um die 4 Trainingsstunden dafür gebraucht und ja, konnte den Reifen dann 2 Minuten oben behalten. Also von daher wirklich üben und ich kann euch auch nicht sagen, wie schnell es bei euch geht. Einige brauchen 2 Tage, andere 3 Monate, 6 Monate. Jeder Körper ist anders und von daher setzt euch nicht unter Druck. Es gibt 2 gute Tipps, die man am Anfang befolgen kann, wenn man möchte. Entweder ihr stellt die Beine etwas auseinander, winkelt sie an, oder ein Fuß nach vorne. Wenn ihr nach links rulern möchtet oder auf links, sagt man nach oder auf, dann das rechte Bein oder der rechte Fuß und auf rechts oder nach rechts der linke Fuß. Ihr werdet sehr schnell herausfinden, auf welcher Seite ihr besser rulern könnt oder welche Seite eure stärkere Seite ist. Bei mir war das die linke und habe damit auch angefangen. Ihr solltet aber definitiv beide Seiten trainieren. Gerade für die Bauchmuskulatur ist das wichtig. Aber fangt erstmal mit eurer stärkeren Seite an. Eine gute Körperhaltung. Ihr solltet nicht verkrampfen, aber auch nicht so stehen. Und dann sollte der Reifen Rückenkontakt haben. Also nicht so, 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 sondern hier. Linke Hand hält den Reifen fest, die rechte Hand sorgt für den Schwung. Da ich jetzt auf links oder nach links hula, drehe ich mich etwas nach rechts. Die linke Hand lasse ich sofort dabei los. Also die rechte Hand gibt den Anlauf, kann ich sagen. Ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen gut. Wenn ich aber nach rechts rulern möchte, mache ich das natürlich umgekehrt. Die rechte Hand hält den Reifen fest. Die linke Hand sorgt jetzt für den Schwung. Ich drehe mich etwas nach links, alles doller gezeigt und Schwung. Damit der Reifen natürlich auch rulert, muss man, wie gesagt, die Körperspannung haben. Ihr könnt gerne mal eure Bauchmuskeln anspannen, damit ihr das Gefühl habt oder damit ihr wisst, was ich meine. Aber ihr müsst euch natürlich bewegen. Das heißt, wie ich zum Beispiel, das sind ganz tolle Bewegungen jetzt, ich bewege mich nach links und rechts. Ihr könnt euch aber auch nach vorne und nach hinten bewegen. Warte mal. Vorne, nach hinten, vorne, nach hinten. Das ist euch überlassen. Ich komme besser mit der Links- und Rechtsbewegung klar. Ich zeige euch das anders. Ich mache die Links- und Rechtsbewegung. Also der Reifen hat immer Kontakt mit der Seite. Gut erklärt? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also entweder ihr macht die Links- und Rechtsbewegung oder vorne und hinten, vorne nach hinten. Wenn ihr schneller in der Bewegung werden möchtet, also so, müsst ihr euch natürlich schneller bewegen und viel kommt aus den Beinen. Also die Beine beschleunigen etwas. Und wenn ihr langsamer werden möchtet, dann werdet ihr auch langsam in der Bewegung. Und irgendwann rutscht der Reifen mir dann auf die Hüfte. Es ist natürlich immer gut, beide Sachen zu trainieren, also Hüfte und Taille und Hüfte. Wenn ihr Probleme mit dem Hüftspeck habt, dann ist definitiv das Rulern auf der Hüfte vorteilhaft. Wenn ihr zum Beispiel auf Zehenspitzen steht, trainiert es Bauchbeine Po oder trainiert ihr Bauchbeine Po. Oder ihr könnt auch in die Hocke gehen
und dann auf Zehenspitzen stehen. Genau, ihr geht runter und der Rücken sollte gerade sein. Das hat man mir beigebracht. Wie lange bin ich dabei? Nein, ich habe heute schon eine Stunde trainiert. Es macht halt sehr, sehr viel Spaß, wirklich. Also für mich macht es sehr viel Spaß. Es kann effektiv sein. Ich finde, es ist wie bei einer Choreografie. Am Anfang lernst du die Schritte. Es sieht aber nicht gut aus. Es sieht komisch aus. Es sieht abgehackt aus. Aber wenn du täglich übst oder regelmäßig übst, werden deine Bewegungen immer feiner. Und so ist das auch mit dem Hulan. Wenn ihr könnt, stellt euch vor dem Spiegel. Das ist meine Empfehlung. Beobachtet euch. Was mache ich hier? Wie bewegen sich meine Beine. Wenn ihr Brusthulan übt, könnt ihr das nicht mehr, dann könnt ihr nicht mehr nach unten schauen, aber hier geht es noch. Wie bewegen sich meine Beine oder was macht meine Taille? Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas weiterhelfen. Das war meine Anleitung. Es gibt natürlich nicht nur diesen einen Weg. Jeder erklärt es anders. Vielleicht schaut ihr euch auch noch andere Videos an. Kann ich euch empfehlen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Bleibt dran, schönes Hulan und bis bald.